Aus den 100 Kreuzungen, die jedes Jahr in Höhl durchgeführt werden, entstehen 100.000 Sämlinge. In ihrem ersten Jahr werden vorselektierte Sämlinge in unserem Kindergarten gehegt und gepflegt. Bald bilden die jungen Pflanzen die ersten Blüten, wodurch männliche und weibliche Hopfen zu unterscheiden sind. Die männlichen werden sofort markiert. Nur die weiblichen Hopfen mit ihren Dolden besitzen Braupotenzial und werden genauestens von unserem Züchter begutachtet.